Hallo Gemeinde, hier in meinem kleinen Partykeller. Hier nehmen wir ja normalerweise den Podcast auf. Heute bin ich aber hier ganz alleine. Ganz alleine. Nein, weil ich kriege ja immer wieder ein paar Witze zugeschickt, ein paar Anekdoten, ein paar kenne ich auch schon. Ich schreibe ja immer am neuen Programm mit. Ich habe jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, ein Kollege von mir hat den Herd auf 180 Grad gestellt, jetzt kriegt er aber die Tür nicht mehr auf. Nee, weißt du, der kommt vielleicht mit ins Programm. Andere haben mir Witze geschickt, wo ich sehe immer, ich bin sehr, sehr dankbar für alle Witze, die kommen. Manche geben auch mal doppelt, die ich da bekomme, aber ich versuche immer so einen kleinen Mix daraus zu machen. Zum Beispiel habe ich zugeschickt, ein Mann geht jagen, ja, und er fängt an zu pissen, ne? Also es regnet in Strömen und dort auch. Ja, und eiskalt und denkt sich der Mann, nee, komm, dann lass. Da gehst du mal nach Hause und mach's mal wieder ruhig, lässt sich hin. Ne? Er geht leise nachts rein, zieht sich aus, legt nicht, nimmt die Frau ins Bett. Und die Frau so, und? Sagt er, ja, so kalt und am Regnen, nee. Und sagt die Frau so, mein Mann, der Vollidiot, ist jagen. Ich finde den klasse. Ja? Dann kriegt man weiß ja gar nicht manchmal, welche man noch gemacht hat, ob ich den auch schon mal hier rübergebracht habe. Dieter, Jürgen und Karl, sie stehen vor Gericht wegen einer Vaterschaftsklage. Ja, und Karl hat eine riesen Idee. Hat gesagt, pass auf, wenn wir da reingehen, sagen wir alle, wir sind der Vater, dann können die uns nichts. Und die anderen meinen, jo, da ist gut. Karl geht als erstes rein und der Richter sagt, nehmen Sie die Vaterschaft an? Er so, ja, ich bin der Vater. Ja gut, dann können wir ja den Fall schließen. Das war's. Wer herrlich. Oder Erna und Fritzchen sind in der Klasse. Ist auch schön, dass man mal alleine hier lachen kann. Erna und Fritzchen sitzen in der Klasse. Ja, und kriegen beide eine Arbeit wieder. Und Erna hat eine 1 und Fritzchen eine 5. Und fragt Fritzchen Erna, warum hast du eine 1? Was hast du denn da für eine Frage? Ja, der Unterschied zwischen Vögel und Fische. Ja, was hast du denn geschrieben? Ja, Vögel fliegen halt in der Luft und Fische sind im Wasser und schwimmen. Und da habe ich eine 1 gekriegt. Boah, klasse. Ja, und warum hast du eine 5 gekriegt? Ja, ich habe die Frage gekriegt, der Unterschied zwischen Hirsch und Löwen. Ja, was hast du geschrieben? Ja, der Hirsch macht schon um 9 Uhr auf, der Löwe erst um 10:30. Und ich kenne die Kneipen beide, glaub mir das. So, was hat er geschrieben? Ein Ägypter, ein Chinese und ein Ostfriese streiten sich über die ältesten Vorfahren, wie lange die schon da auf der Welt sind. Und der Chinese sagt, ich habe Vorfahren, die haben schon bei der chinesischen Mauer mitgearbeitet, ne? Sagt der Chinese Li, ne? Ja, und dann sagt der Karim, der Ägypter, sagt, ja, ich habe Vorfahren, die haben bei der Pyramide schon mitgeholfen, ja? Ne? Und dann sagt Jan Jansen aus Friesland, sagt so, kennt ihr Adam und Eva? Habt ihr was von denen gehört? Die beiden, ja. Adam war ein gebürtiger Jansen. Sehr, sehr schön, habe ich vor kurzem gekriegt da. Ne? So, was haben wir hier? Nachbarskind schreit, Mama, kann ich 10 Euro haben? Und die Mutter immer, ich höre immer nur haben, haben, haben. Ne? Was ist denn mal mit geben? Okay, Mama, kannst du mir bitte 10 Euro geben? So musst du reagieren. So hätte ich auch als Kind reagiert. Und einen Klassiker habe ich noch. Ein Mann guckt auf einen See und da ruft einer, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und er schwimmt raus und zieht den raus und will den Mund-zu-Mund-Beatmung geben und denkt so, boah, der hat aber einen Smell. Boah, der stinkt aber aus dem Mund, sagt ein anderer, ja, du hast ja auch den Falschen rausgezogen, der hat ja noch Schlittschuhe an. Ein Klassiker ist immer dabei. Bleib gesund und hoffentlich ist diese Scheiße mit Lockout, Lockdown, lock mich weg, ist mir scheißegal, bald vorbei, ich will wieder raus. Ja, alleine Partykeller ist auch schön, aber draußen ist besser. Ich wünsche euch was und drücke jetzt hier auf den Knopf. Tschüss.